Heute ist Donnerstag, der 28. April und wir sind heute von Reichenbach unterwegs nach Schweidnitz und machen Zwischenstation in Kreisau. Weil wir dieses Anwesen schon vor einigen Jahren im Bau gesehen haben, wollen wir auch heute noch mal sehen, wie es im Endzustand aussieht. Wir haben im Hof geparkt und unser Autogang abgestellt. Eine großzügige Anlage. Die sind gar nicht mehr zu erkennen. Die ganze Anlage ist sehr geschmackvoll renoviert, dient als Begegnungsstätte für polnische, aber auch andere Jugendliche aus anderen Ländern können hier ihre Freizeit oder ihre Tagungen abhalten. Im Hintergrund sehen wir die kleine Kapelle, die zu dem Kreisauer Anwesen gehört. Das ist nochmal der Haupteingang. Der gesamten Anlage ist selbstverständlich das Herrenhaus. Wir hier wollen mal die Stallungen, die umgebaut sind, zur Begegnungsstätte. Ein Rundblick um die ganze Anlage. Noch einmal vom Süden aus gesehen. Abseits gelegen von der Anlage ist das Berghaus, in dem sich die Leute des Kreisauer Kreises miteinander trafen. Einmal das Schloss von der nicht so oft fotografierten, von der Rückseite. Ich stehe auf der Brücke und blicke auf das Herrenhaus und die Reste von hier zu sehenden Anlagen der Kreisauer Anlage. Jahrelange Arbeit hat sich gelohnt, sicher hat es auch 1 Euro, damals noch D-Mark gekostet, aber es ist eine herrliche Anlage entstanden. Einige Aufnahmen im Herrenhaus. Man sieht also hier die Hinweisschilder in Deutsch und Polnisch, rechts die Bibliothek, nach oben geht es zu den Seminarräumen und links ist eine Ausstellung im Fach, die informativ über einige Sachen, Verfall und Neuanfang und Kreisau, ein Ort für informiert. Hier ein Blick durch das Fenster in den Innenhof. Das hat sicher der Graf von Moltke nicht erlebt. Hier sind in der Zwischenzeit in das Herrenhaus Aufzüge eingebaut, moderne Toiletten und Seminarräume. Hier ist das Treppenhaus, welches hoch geht zu den Seminarräumen. Hier die Schautafel, die im Vorraum aufgestellt sind. Im nächsten Raum sehen wir die Lebensläufe der Herren des Kreisauer Kreises. Hier Helmut James von Moltke mit seiner Frau Freya von Moltke, Peter Jorg mit Marion Jorg, Theodor Stelzer, Theo Haubach, Carlo Mierendorf, Adolf Reichwein, Adam Trott. Ja, und hier der Namenspatron der Hemsbacher. Das Himmelsbacher Gemeindezentrum, Alfred Dilb, Harald Pölchau. Hier ein Hinweis auf die Streiter der Weißen Rose. Und hier sind laufende Informationen aus der damaligen Zeit. Hier ist auch Eugen Gerstenmeier, der erste Bundestagspräsident Deutschlands nach dem Kriege zu sehen.
Alles Informationen über den Kreisauer Kreis. Raum sehen wir zum Beispiel das Erlebnis des Mauerfalls, hier im Hintergrund das Brandenburger Tor. Und wie bekannt ist die Reichenbacher Langhanskirche von dem Erbauer dieses Brandenburger Tores erstellt worden. Einmal ein Blick von dem Herrenschloss. Wir stehen direkt auf dem Eingang bzw. vor dem Haupteingang und blicken in die Anlage hinunter. Wappen über dem Herrenhaus, über dem Haupteingang des Schlosses. Gemälde im Kreisauer Schloss. Hier ein Gemälde vom 6. November 1806. Das heißt über die Ereignisse. Und auf der gegenüberliegenden Seite ein Bild über die Ereignisse vom 1. März 1871. Hier sehen wir dann den Aufgang weiter und hier geht es dann in das zweite Geschoss zu den Seminarräumen. Der Flur im Kreisauer Schloss in der zweiten Etage. Hier war der Aufgang, da sind die Bilder und hier geht es dann zu den einzelnen Räumen, die als Seminarräume genutzt werden. Blick durchs Fenster in einen dieser Seminarräume. Hier haben wir eine Dokumentation über die Schlossbewohner und über die Geschichte des Schlosses in Bildern aus der damaligen Zeit. Die Landwirtschaft in Kreisau ist ja zum Beispiel auch ein Thema. Das Kellergeschoss, bis hierhin geht auch der Aufzug, der hinten rechts in der Tür ist. Dann ist der Treppenaufgang. Hier ist ein Clubraum auf der Seite. Und ein weiterer Clubraum ist hier zu sehen. Und da kann man auch wieder durch ein Fenster in den Clubraum direkt hineinsehen. Das Gewölbe, die Decke des Kellergeschosses im Schloss.